Ebenen, Funktionen in Draw, LibreOffice. Anwendungsbeispiel Dummy Friedhof. Anhand dieses Übungsbeispiels werden die Ebenenfunktionen beschrieben und behandelt. Es stehen hierfür zwei Dateien zur Verfügung. Friedhofdummy.odg, Arbeitsdatei Beispiel Feld 02-1.pdf. In der Datei 1 befindet sich ein Grabfeld, das erneuert werden soll. Datei 2 ist ein Plan eines Friedhofgärtners mit der Darstellung, wie das Grabfeld neu gestaltet werden soll. Als Zuständiger für die Datei 1 sollen Sie nun diese so abändern, dass Sie den Plan des Friedhofgärtners zeichnerisch übernehmen. Ebenenmenü. Rechtsklicken Sie auf den Tab einer Ebene. Bei selbst erstellten Ebenen erhalten Sie ein Menü mit den Funktionen Ebene einfügen, ändern, löschen, umbenennen. Die häufigste Menüoption wird Ebene ändern. Wählen Sie Ebene ändern, um den Dialog Ebene ändern zu erhalten. Sie können dort die Funktionen sichtbar, druckbar und gesperrt umschalten. Diese Funktionen können Sie auch mit Tastaturkürzel einstellen. In Datei 1 das Grabfeld aufräumen. Die einzelnen Ebenen sind noch gesperrt. Entsperren Sie die Ebene Grabstelle Nummern. Markieren Sie die Grabstelle Nummern und drücken die Taste Entfernen. Sperren Sie die Ebene Grabstelle Nummern. Entsperren Sie die Ebene Grabstellen. Markieren Sie die Grabstellen und drücken die Taste Entfernen. Sperren Sie die Ebene Grabstellen. Datei 2 einfügen. Machen Sie die Ebene Layout sichtbar. Und entsperren Sie die Ebene Layout. Ziehen Sie die Datei 2 in Klammer PDF in die Ebene Layout. Es werden folgende Maßnahmen mit dem PDF-Plan durchgeführt. Den Plan drehen um 350 Grad, Anordnung ganz nach hinten, Plangröße auf Grabfeldgröße anpassen. Sperren Sie die Ebene Layout. Grabstellen und Nummern im Grabfeld neu zeichnen. Entsperren Sie die Ebene Grabstellen. Zoomen Sie auf 65% und positionieren das Grabfeld etwa in die Mitte. Mit den Grundformen können Sie die Grabstellen zeichnen und dem dahinterliegenden Plan anpassen. Anschließend beschriften Sie die Grabstellen. Beachten Sie die Formatierung mit Formatvorlagen. Da die Grabstellen anfangs noch unbelegt sind, werden sie alle grün formatiert. Wenn Sie alle Grabstellen und Beschriftungen erstellt haben, sperren Sie die Ebenen. Zum Schluss machen Sie noch die Ebene Layout unsichtbar. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.